Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Jo, ich habe nochmal, wie ich das letzte Mal gesagt habe, offscreen alles noch einmal gemacht. Was Steht wir. Das ist immer so beängstigend, so viele Leute. Ja, Khalid, was ich nachholen musste, nachdem ich ja den einen Bug aus Versehen ausgelöst habe mit Scar. Das heißt, Scar ist jetzt wieder dort, wo er hingehört. Kann ich euch gleich mal zeigen. Was? Beinahe unter meiner Würde. Erst einmal. So. Beinahe unter meiner Würde. Dafür müssen wir bloß. Da sind wir. Hier kurz rüber zur flammenden Faust latschen. Dumm-di-dumm. Ja. Währenddessen können wir mal kurz ins Inventar gucken. Also wir haben etwas mehr Gold gemacht. Das sehen wir aber nachher nochmal genauer. Und wie man sehen kann, habe ich noch die drei Gegenstände für die Diebesquest. Das erkläre ich aber gleich. Wir haben hier noch ein paar Sachen zu verkaufen, die wir verkaufen können. Und das war es eigentlich größtenteils. So. Jetzt gehen wir aber erst einmal in die flammende Faust rein. Und seht ihr, Scar ist noch da. Wir könnten sogar mit ihm reden. Mache ich einfach mal. Es freut mich, euch wiederzusehen. Wie ist es gelaufen? Tut mir leid, wir haben nichts erfahren können. Was wollt ihr hier? Setzt eure nächtliche Patrouille vor und kommt wieder, wenn ihr etwas gefunden habt. Wenn ihr glaubt, dass ihr nichts finden könnt, wendet euch wieder an mich. Dann beauftrage ich jemand anderen damit. Ich habe noch eine andere wichtige Aufgabe, die euch interessieren könnte. Es geht dabei um den Eisenthron. Ja. Aber bevor wir das machen, ich lade nochmal den Quicksave neu. Sicher ist sicher. Beinahe unter meiner Würde. Bevor wir uns um den Eisentrunk kümmern, kümmern wir uns erst um Scars Aufgabe in den Kanalisationen. In der Kanalisation. Und bevor wir uns darum kümmern, kümmern wir uns noch um den Rest, den wir hier auf der World in Baldur's Gate an der Oberfläche haben. Also bevor wir hier einfach mal den Gullideckel runterkriechen, den nächstbesten, den wir finden. Dazu geht es jetzt erst einmal zurück zur Diebesgilde. Wir wollen ja noch die Gegenstände abgeben. Und als ich das offscreen nochmal wiederholt habe, habe ich ein nettes Easter Egg, sage ich mal. Ob es wirklich ein Easter Egg ist, kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall haben sich die Entwickler da was Lustiges einfallen lassen. So. Wir müssen nur hier in die Diebesgilde rein. Wenn wir das haben, haben wir noch folgende Sachen. Erst einmal wollten wir. Na, erst einmal statten wir Ragefast einen Besuch ab. Machen erst die Sache mit Ragefast und Ramazid. Also Ramazid ist das zweite dann. Also erstmal Ragefast hier in seinem Haus, dann Ramazid in seinem Turm. Warum auch immer Ragefast nur so ein kleines Häuschen hat und Ramazid einen Turm. Dann wollten wir nochmal in Enter Silberschilds Anwesen rein. Dann gab es hier bei Enter Silberschild eine Villa, die mit bösen Wachen vollgestopft ist. Die wollen wir nochmal untersuchen. Dann gab es noch den Helm und Umhang. Das waren die Sachen, die wir noch so zu erledigen haben. So, aber erst einmal in die Diebesgilde. So. Nichts leichter als das. Okay. Nichts leichter als das. Das könnte jetzt ein, zwei Versuche brauchen, weil man das richtig timen muss. Stellen wir schon mal unsere ganze Kompanie hier drin irgendwie auf. Wie erledigt. Ich tue mein Bestes. Du bist lang. Ihr habt so gut ihr so. Kann. Quick Save. Jetzt reden wir mit ihm hier. Er sagt uns dasselbe, bla bla bla. Der andere will uns töten. Nein, das hat irgendwie nicht ganz geklappt. Ne? Gut. Immerhin, Dünner hier blockiert die Türe.
ist nicht so leicht als das. Freunde, ruht euch aus und behaltet eure Waffen bei euch. Das hat auch nicht ganz geklappt. Hatte mal ein kleines Techtelmechtel mit einer Herzogin. Wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, neuer Versuch. Trick ist nämlich der, dass wir den Magier töten müssen, bevor das der andere kann. So, das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall die Tür blockieren. Willkommen, meine kleinen Freunde. So, jetzt geht die Pause an, wegen Feind gesichtet. Was wollt ihr? So. Heute Nacht nicht gleich auf Urlaub. Und hier kommt er, Biff der Ersatzmann. Was, Gurk? Na denn, was bei den allen Göttern macht ihr da? Und den Rest kennen wir ja. So. Jetzt haben wir erst einmal, dadurch, dass wir den Magier selber getötet haben, nochmal 4000 Erfahrungspunkte gekriegt. Und zweitens ist jetzt hier Gurk, der Biff der Ersatzmann, aufgetaucht. Lass mich hier in Frieden. Und er sagt genau dasselbe wie der tote Magier. So, außerdem haben wir einen Lebensstab erhalten. Den hätten wir vorher auch nicht bekommen. So, was hast du dazu zu sagen? Ja, wir haben den Haruano umgebracht. Und wir sind super toll. So, damit sind wir jetzt wieder oben auf, wo wir vorher waren. Gut. Bevor ich den Bug festgestellt habe. Ja, was wollt ihr? So, bleibt ihr erstmal hier stehen. Dann können wir mal kurz einen Abgleich machen, dass ihr auch ja glaubt, dass ich ungefähr dasselbe gemacht habe. Also wir haben 108.000 Gold. Und wir haben 51.500 Erfahrungspunkte. Quicksave habe ich gemacht, das heißt, ich kann jetzt laden. Und zwar LP32 war das. So, hier hatten wir 51.100 Erfahrungspunkte, fast 200. Also haben wir jetzt ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, dadurch, dass wir den Magier nochmal getötet haben. Und hatten 102.000, also ein bisschen mehr Gold haben wir zusammenbekommen. Unter anderem, weil ich den Sternsaphir schon verkauft hatte und den einen Spitzbubenstein, den wir durch die eine Quest verloren haben. Also den, den man im Haus der Wunder stehlen konnte. So, okay. Quick Save. Beinahe unter meiner Würde. Wir machen jetzt also weiter. Oh ja, stimmt, Haus der Wunder. Das wollten wir uns mal bei Tag ansehen. Mal gucken, ob sie dort jetzt wegen unserem Diebstahl ganz aufgebracht sind, weil man kann dort noch eine Führung machen. Was ich auch ganz lustig finde, was der Führungsfuzzi da zu sagen hat über die ganzen Erfindungen. Vor allem konnte man Leonardos ärisches Himmelfahrtsding da, also Leonardo da Vinci hat damals so eine Art Helikopter entworfen gehabt, der glaube ich aber nicht funktioniert hatte. So, also wir gehen jetzt erst einmal ins Haus der Wunder. Wir hätten eigentlich noch Zeug, was wir verkaufen könnten hier. Langschild. Die Scharfschützenarmbrust auf jeden Fall, die können wir verkaufen, weil die kann höchstens Minsk benutzen. Aber der hat ja seinen schicken Bogen. Wenn er den mal benutzen würde. Immerhin hat noch mehr als genug Pfeile. Ja. Was ist das eigentlich? Fluch der Torheit. Der ist, glaube ich, wertlos gewesen. Gut. So, dann gehen wir mal hier rein. Wir sollten vorher einen Quicksave machen. Und Leute, nicht alle auf einmal. So. Ja, du siehst aus wie einer, der hier Ahnung hat. Folgt mir bitte und ich werde euch seine Majestät Kond vorstellen. Willkommen, meine lieben Besucher im Haus der Wunder. Bitte folgt mir, ich werde mich bemühen, euch Gottes Erhabenheit begreiflicher zu machen. Gut, genau. Das ist nämlich der, der uns eine Führung gibt. Und wie man sehen kann, sind hier auch jede Menge Söldner der flammenden Faust unterwegs tagsüber.
Also, tagsüber hier einzubrechen war keine gute Idee. Wäre keine gute Idee gewesen. So, er hält bei Gonsmann Leonardus hellisches Arealwunder. Bitte fasst weder die Ausstellungsstücke an, noch mich. Das hatten wir auch nicht vor. Hoffentlich hattet ihr keine Schwierigkeiten, den Weg hierher zu finden. Häufig verwechseln Gesucher unser Gebäude mit seinem Pendant auf der gegenüberliegenden Straßenseite, dem Hohen Haus der Wunder. Es handelt sich dabei um den Tempel des Gond, das Zentrum unserer Gemeinde an der Schwertküste. Und damit den Muttertempel des hiesigen Gebäudes. Die bauliche Trennung der beiden Häuser soll verhindern, dass die Heiligkeit unserer Verehrung vom Tourismus gestört wird. Die einzige Verbindung zwischen den beiden Gebäuden, eine Brücke, ermöglicht die gemeinsame Bewachung. Okay. Das Haus der Wunder und das Hohe Haus der Wunder sind über eine Brücke miteinander verbunden. Das ist sehr gut zu wissen. Jetzt zeig uns mal deine Apparaturen. Folgt mir bitte und ich werde euch seine Majestät Gond vorstellen. Was ihr hier vor euch seht, ist ein gar wundersames Exponat, das seine Entstehung einem unserer verehrten Gnomenbrüder verdankt. Es handelt sich um einen sogenannten Dampfdrachen, ein überaus bemerkenswertes, wenn auch recht lautes Transportmittel für große Gegenstände. Das Feuer im Bauch des Dampfdrachen setzt eine gewaltige Maschine in Bewegung, mit der sich Triebriemen und Flaschenzüge in Bewegung setzen lassen. So kann man Lasten durch die Lüfte gleiten lassen, die selbst von Dutzenden von starken Männerarmen nicht von der Stelle bekämen. In unserem Hafen werden derzeit derartige Geräte in großer Anzahl eingesetzt, um binnen kürzester Zeit ganze Schiffsladungen zu löschen. Zwar wurden durch die Einführung der Gerätschaften etliche Schauermänner um Lohn und Brot gebracht, die wenigen Verbleibenden freuen sich aber seither bester Gesundheit. Also das hier ist eine Dampfmaschine für Seilwinden, um sozusagen eine Art primitiver Dampfkran. Gut. Was haben wir nächstes? Ah ja, die Pumpe von Gond, die archimedische Schraube. Bitte fasst weder die Ausstellungsstücke an, noch mich. Ein weiteres Wunder des Erfindungsgeistes, die Pumpe von Gond. Indem man sich rittlings auf das Gerät setzt, ist man imstande, nur mit der Kraft der eigenen Beine beträchtliche Wassermengen umzuschaufeln. Die Maschine eignet sich vorzüglich zur Bewässerung von Feldern oder zum Leerpumpen überfluteter Keller. Ganz mühelos ist es auf Dauer nicht, auf diesem Gerät sitzend in die Pedale zu treten. Dort erspart es Rücken und Schulter die schwere Last der Eimer. Jupp. Kennt man von alten Kinderspielplätzen. Folgt mir bitte und ich werde euch seine Majestät Gond vorstellen. Das ewige Licht. Wo nichts als öde Dunkelheit herrscht, dorthin bringt es hellen Schein. Ein ausgeklügeltes System, beruht auf dem Naturgesetz, das alles fallen muss, bewirkt, dass die Dochte fortwährend mit Öl versorgt werden und man wochenlang ohne nächstiges Nachfüllen auskommt. All dies verdanken wir dem riesigen Öltank. Niemand braucht mehr in der Dunkelheit umher zu irren, wie dies mit den normalen Beleuchtungsart zwangsläufig vorkommt. Oder ist euch schon mal tagsüber das Öl ausgegangen? Okay, ich kapiere gerade nicht ganz den Sinn. Das Ding sieht eher aus wie so eine Art zu große Schüssel mit Stacheln obendrauf. Also hier ist der Henkel zum Deckel abnehmen. Bitte fasst weder die Ausstellungsstücke an, noch mich. Wenn jemals ein Wunder vollbracht wurde, so jenes, das ihr nun vor euch seht. Oder nicht mehr. Ohne Zweifel kennt ihr die Fernrohre, wie sie den Seemann benutzen. Jene primitive Gerätschaften, mit denen sich der Verlauf der Küste mehr schlecht als recht erahnen lässt, dieses Meisterwerk hier der Handwerkskunst aus dem fernen Land anstellt als bisher dahergewiesen in den Schatten. Angeblich taufte der Erfinder seine Schöpfung ursprünglich auf den Namen Teleskop. Wir gebrauchen dafür die Bezeichnung Fernschweif, die unserer Auffassung nach der Eleganz und Raffinesse dieser Apparatur weitaus besser gerecht wird. Man kann damit den Stern weit draußen im Weltall gleichsam ins Gesicht sehen und nicht nur ihn, sondern auch den Geschöpfen, die dort zu Hause sind. Leider hat Gons unseren Handwerksmeister bislang noch nicht die Inspiration zukommen lassen, die den ursprünglichen Erfinder beflügelte, sodass die genaue Funktionsweise des Fernschweifs vorerst ein Geheimnis bleibt. So kommen unsere Nachbildungen dem Original zwar an Formschönheit durchaus gleich, vom taktischen Nutzwert her können Sie jedoch bestenfalls mit dem eingangs erwähnten gewöhnlichen Fernrohr aufnehmen. Ich glaube, so eins haben wir geklaut, so ein
Ersatzstück. Im Haus der Wunder befindet sich ein Artefakt, das man Teleskop nennt. Ja, das hatten wir schon, leider schon geklaut. Folgt mir bitte und ich werde euch seine Majestät Gond vorstellen. Es tut mir leid, ich muss euch nun euren bodenlosen Staunen alleine lassen, denn ich habe meinen Pflichten im Tempel nachzugehen. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie nun. Gegenstände zu kaufen. Wie hoch ist ihr Wert? Diesen Gold? Ihr habt erwähnt, dass die beiden Häuser gemeinsam gewähren. Was habt ihr damit gemeint? Ach, das ist ganz einfach. Die Verbindung zwischen den Häusern ermöglicht es der Wache, innerhalb kürzester Zeit von einem in das andere zu gelangen. Glücklicherweise ist das nur selten nötig, denn die zahlreichen Schutzvorrichtungen verhindern von vornherein das Eindringen von Schurken. Durch bloßes Nähern einer solchen Vorrichtung wird eine beliebige Anzahl von Wachzaubern aktiviert. Sonst noch etwas? Wir haben hier keine Zauber gefunden, als wir hier drin waren. Um welche Zeit werden die Türen geschlossen und für die Öffentlichkeit geschlossen? Und wann können sie geöffnet werden? Unser Haus steht den Versuchern von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang offen. Zwar verfügen wir über eine Vielzahl von Lichtern, doch unsere Schätze besichtigt man am besten bei Tage, wenn Augen und Geist noch frisch sind. Möchtest du sonst noch etwas erfahren?